Willkommen wieder zu meinem regelmäßigen Bericht aus dem Europäischen Parlament in Straßburg, diesmal von der Plenarsitzung im Monat Juni. Das Thema der Woche war meines Erachtens das Thema AI Law, also ein europäisches Gesetz über künstliche Intelligenz. Eine der Hauptauseinandersetzungen bei diesem Thema ist gewesen, dass wir keine Gesichtserkennungstechnologie im öffentlichen Raum haben wollen. Es gibt viele andere Themen, die da auch eine Rolle spielen. Aber das Ziel dieses Gesetzentwurfs heißt, eine künstliche Intelligenz nach demokratischen und menschenrechtlichen Gesichtspunkten entwickeln. Gewinnerin der Woche ist die Präsidentin des Kosovo, die diese Woche im Europäischen Parlament spricht. Das war gar nicht unumstritten, ob sie nicht ausgeladen wird, weil es viele gab, die sich furchtbar aufregen über die kosovarische Seite in diesem ewigen Streit zwischen Kosovo und Serbien. Ich glaube, dass da die EU, ehrlich gesagt, auf dem falschen Dampfer ist. Ganz vorne wird dieser Dampfer geleitet von den USA. Der amerikanische Botschafter in Serbien hat erklärt, Vučić, dieser Diktator mit Verbindungen ins kriminelle Milieu, sei ein guter Partner, während er sich gar nicht sicher sei, ob der demokratische und nicht korrupte, aber ein bisschen boxbeinige Premierminister von Kosovo, Kurti, überhaupt noch als Partner bewertet werden kann. Die USA spielen da eine ganz verhängnisvolle Rolle und die Europäer dackeln einfach dämlich hinterher. Und deswegen fand ich es gut, dass wir mit dafür sorgen konnten, dass Frau Osmani, die eine Stimme der Vernunft ist in diesem Konflikt, im Europäischen Parlament sprechen kann und Kosovo nicht so abgetan wird, wie das manche gerne tun würden. Verlierer dieser Woche ist der Fraktionsvorsitzende der Christdemokraten der Europäischen Volkspartei im Europäischen Parlament, Manfred Weber von der CSU. Der hat sich tatsächlich dazu hinreißen lassen, Mitgliedern der eigenen Fraktion damit zu drohen, sie würden aus der christdemokratischen Fraktion ausgeschlossen, wenn sie sich erfrechen sollten, für das Nature Restoration Law zu stimmen, einen zentralen Bestandteil der Agenda des Europäischen Green Deal von Präsidentin von der Leyen, übrigens auch eine Christdemokratin, und dazu ein Gesetz, für das sich gerade vor kurzem erst viele große, auch Wirtschaftsunternehmen ausgesprochen haben, IKEA und Nestle und andere. Das heißt, Manfred Weber sagt seinen Abgeordneten das, was die Wirtschaft in diesem Fall will, weil es eben für die Zukunft wichtig ist, Biodiversität zu erhalten. Das dürft ihr nicht mit eurer Stimme unterstützen. Ich finde, das ist bodenlos und ein absoluter Verlierer. Es hat auch diese Woche wieder einige grüne Erfolge gegeben, kleinere und größere. Leider muss ich aber sagen, dass für mich eher ein Misserfolg der Woche im Zentrum steht, nämlich die Einigung im Rat über eine gemeinsame Position zur Asylpolitik. Ich würde schlicht sagen, aus grüner Perspektive ist das eine deutliche Niederlage. Es ist eine Niederlage für die Ziele, mit denen die Bundesregierung in die Verhandlungen ging. Es ist ganz sicher eine Niederlage für grüne Politik. Jetzt will ich nicht darüber rechten, ob man da hätte mehr rausholen können. Ich glaube, wir haben auch als Partei insgesamt den Fehler gemacht, uns früher vor dieser Diskussion ein bisschen wegzuducken, weil wir vielleicht dachten, das bringt uns nichts, sich in diese Debatte einzumischen. Aber man kann nicht hegemonial werden, man kann die Richtung nicht bestimmen, wenn man einer Debatte ausweicht. Und dann sitzt man am Schluss zwischen einem Dilemma, zwischen Scylla und Charybdis auf der einen Seite,
droht man isoliert zu werden, wenn man tapfer Nein sagt, und auf der anderen Seite eine bittere Niederlage zu kassieren, wenn man die Isolation vermeidet. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir sehr viel gründlicher drüber nachdenken müssen. Meine Tätigkeiten diese Woche hatten sehr viel mit dem zu tun, was man hier Outreach nennt. Also Kontakt zu anderen Instanzen und Organisationen. Ich hatte mehrere Gespräche mit Botschaftern, mit einem französischen Staatssekretär über Handelspolitik. Ich war bei verschiedenen Veranstaltungen von Wirtschaftsverbänden, BDI zum Beispiel, und habe auch eine Stunde mit Trainees der DG Expo zugebracht. Parlamentarische Arbeit für mich konzentrierte sich auf das Thema Hongkong. Zum ersten Mal seit längerem steht das wieder auf der Agenda, und ich habe die Kooperation zwischen den verschiedenen demokratischen Fraktionen für eine gemeinsame Resolution zu diesem Thema fokussiert auf das Verfahren gegen Jimmy Lai, den demokratischen Verleger, und andere Leute aus der demokratischen Opposition. Ich habe das koordiniert, und das war, glaube ich, ganz erfolgreich.